Ja, ich darf Sie alle hier recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem 10. Spieltag in der Regionalliga West. Wir haben das Spiel zwischen unserer Viktoria und dem KFC Uerdingen gesehen. Das Ganze hat vor 1177 Zuschauern stattgefunden und ist 0:0 ausgegangen. Ich darf ja auch unsere Gäste grüßen, Michael Wiesinger vom KFC Uerdingen und unseren Stammgast Marco Antwerpen. Wie immer hat unser Gast das erste Wort, Herr Wiesinger, Ihre Meinung zum Spiel bitte. Ja, heute wieder sehr intensives Spiel, finde ich aufregendes Spiel, glaube ich für beide Seiten, für die Zuschauer. 0-0 fand ich der bessere Sorte. Aufgrund der ersten Halbzeit sage ich für uns zu wenig, wenn du bei dir bei Viktoria Köln das kriegst, was wir bekommen haben an Momenten, Umschaltmomente, ja, auch Torchancen. Es waren nicht ganz so viele, aber die wir hatten, ja, da hätte ich mir gewünscht, dass wir mal zupacken. Inklusive einer Schiedsrichterentscheidung, die für mich heute sehr, sehr fragwürdig war. Ja, musste ich mich heute aufregen. Also normal bin ich die Ruhe in Person, aber das ging heute gar nicht. Zweite Halbzeit ein bisschen anderes Gesicht, fand ich. Spätestens mit der Einwechslung von der Nummer 19 haben wir Probleme gehabt. Da hatten wir wieder einen sehr guten Torwart, der uns natürlich im Spiel gehalten hat. Da war das Spiel so in der Phase, wo es eventuell kippen konnte. Ja. Für mich völlig unnötig, ja, weil wir schon von der heute wieder eine gute Dominanz auf dem Platz hatten. Aber wir belohnen uns halt zu wenig. Ja. Das ist im Endeffekt dann reicht es ja halt nicht, um zu gewinnen. Also was ein Ärger ist, die erste Halbzeit, ein paar Situationen einfach nicht klar zu Ende gespielt, nicht zugepackt. Ansonsten ist es natürlich hier schon eine Mannschaft, die momentan natürlich ein bisschen hinterherläuft in den Erwartungen, aber trotzdem haben die heute alles rausgehauen. Ich wusste, es ist immer gefährlich, sie haben individuelle Qualität vorne und im Endeffekt ist nicht alles zu verteidigen und so war es dann zweite Halbzeit. Wenn du da einen Rückstand gehörst, verlierst du wahrscheinlich das Spiel, wenn wir in Führung gehen, gewinnen wir wahrscheinlich das Spiel. Also ja, gemischtes Gefühl bei mir, vor allem heim mit einem Punkt bei Viktoria Köln. Das ist mit Sicherheit, kann man so unterschreiben, ja, hier einen Punkt mitzunehmen ist okay. Die Art und Weise erste Halbzeit, bin ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich wünsche dir, Gastgeber, alles Gute. Danke. Ja, vielen Dank, Marco, deine Meinung. Ich glaube erstmal, dass wir aus solchen zwei Spielen, die wir jetzt vorher abgeliefert haben, hier nicht mit dem enormen Selbstbewusstsein auf den Platz laufen und sagen, hey, wir schießen jetzt Uerdingen mal komplett aus dem Stadion. Ich glaube, das ist ganz normal, ne? Dass dann dieser Moment eher beim KFC ist, das sollte eigentlich für jeden verständlich sein, der sich im Fußball bewegt. Und dass wir halt nach so einer wirklich schon für uns bitteren Niederlage dann auch nach Dortmund und dann unter der Woche gegen Wuppertal uns erstmal reinfinden müssen, reinkämpfen müssen in so eine Partie. Das finde ich eigentlich für uns selbstverständlich und das, glaube ich, haben wir auch heute gemacht. Ja. Also haben da mal eine andere Taktik gewählt, ein bisschen tiefer gestanden, den Gegner erstmal mal versucht spielen zu lassen und dann selber mal Umschaltmomente zu haben, die wir dann nach vorne nutzen wollten. Hat in der ersten Halbzeit jetzt noch nicht ganz so gut funktioniert, obwohl wir da auch schon ein paar Situationen hatten, wo wir im Bereich des Tores waren, aber halt noch nicht mit den Abschüssen, die wir uns vorgestellt haben. Haben da nochmal drauf hingewiesen in der Halbzeit und ich glaube dann, wenn man das Spiel dann in der zweiten Halbzeit sieht, geht es dann halt noch mehr auf und da waren dann halt auch die Torchancen genauso da, wie wir uns das vorgestellt haben und im Moment halt ist es dann halt so, dass uns dann auch vielleicht ein bisschen das Glück fehlt, dann bei dem Pfostenschuss dann kurz vor Schluss dann mal einzeln in Führung zu gehen, hätte uns glaube ich richtig gut getan. Glaube ich, wenn man das ganze Spiel sieht, sehr, sehr interessant, finde ich auch und zwei sehr, sehr gute Mannschaften. Uerdingen jetzt nicht umsonst oben aktuell, die sich sehr stark verbessert haben und wir haben versucht da richtig gegenzuhalten, haben auch gut gemacht und ich glaube jetzt kann man dann unterm Strich dann wirklich sagen, unentschieden ist dann glaube ich dann das gerechte Ergebnis dabei und wir können aber glaube ich erstmal auf dieser Leistung aufbauen und haben jetzt nächste Woche dann schon wieder ein schweres Derby vor der Brust dann gegen Köln 2 und dann müssen wir dann halt sehen, dass wir dann da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben. Ja, vielen Dank auch von mir aus zu dir. Ja. Gibt es Fragen von den Medienvertretern? Ja, bitteschön. Weniger ein drittes Spiel in Folge jetzt ohne Gegentor. Wie hören Sie das und wo sehen Sie die Gründe? Ja, vielleicht nochmal für alle. Die Frage war, drittes Spiel in Folge ohne Gegentor. Wie ist das begründet? Ja, die Basis ist für mich einfach, dass wir gut gegen den Ball arbeiten. Das haben wir vorher auch schon gemacht, aber ein paar Momente halt verpasst. Ja. Siehe Heimspiel gegen Gladbach. Heute hat es gut funktioniert, aber natürlich, ich habe es ja gesagt, Viktoria Köln hat ja schon ein paar Spieler auch in ihren Reihen, ja, die irgendwo auch aus wenig was machen und das ist nicht alles zu verteidigen, aber das gilt ja für uns genauso. Also von daher brauchst du natürlich auch einen guten Torwart,
Momentum hatten wir heute und das ist sicher auch ein Grund, dass René momentan auch die Dinger dann zieht, was wir von ihm erwarten. Und das ist immer eine Zusammenarbeit des Ganzen. Und da habe ich bei uns im Kollektiv ja, momentan eigentlich, wenn ich draußen sitze, wenig Sorge, dass da was passiert. Ja, gibt es weitere Fragen? Gut, dann wurden natürlich auch noch weitere Partien heute in der Regionalliga West angepfiffen. Der SC Verl gewinnt gegen den Bonner SC mit 3:1. Westfalia Rheinland verliert gegen Wegberg mit 1:4. Wattenscheid verliert gegen Wiedenbrück mit 0:1. Ernstebrück verliert gegen Düsseldorf mit 1:3. Und Rödinghausen gewinnt gegen unseren kommenden Gegner, die zweite Mannschaft des 1. FC Köln, mit 6:0. Zwischen Mönchengladbach und Rot-Weiß Essen stand es meines Wissens zur Halbzeit noch 0:0. Ja, ich wünsche unseren Gästen aus Thüringen eine gute Heimfahrt. Wie gesagt, für uns geht es dann nächste Woche weiter gegen den 1. FC Köln. Und in 2 Wochen, allerdings am Freitag, sehen wir uns dann hier wieder im Heimspiel gegen den Bonner SC. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und den Thüringern noch viel Glück in den kommenden Wochen.